Heute mal ein Video, das etwas aus der Reihe fällt, aber trotzdem mit meinem Hobby zu tun hat. Ich arbeite hier oft mit Bauteilen und Modulen, die ich aus China bezogen habe, und meist ist da keine Beschreibung dabei oder in der mir unverständlichen chinesischen Bilderschrift. Natürlich kann ich den chinesischen Text in den Google-Übersetzer eintragen und mir eine RAW-Übersetzung herstellen. Aber oft gibt es den Text nur eingescannt oder als Bild. Und da muss dann eine OCR-Software her, die ich chinesisch verarbeiten kann. Da findet man dann online schon ein paar Möglichkeiten. Und ein Beispiel dazu möchte ich einmal durcharbeiten. Für mein Video mit dem Microbit gesteuerten Otto benötige ich ein paar Informationen, die im Handbuch auf Chinesisch aufgezeigt sind. Leider ist diese Information, die chinesischen Schriftzeichen, als Bildformat gespeichert und man kann sie nicht direkt als Text auslesen. Also, was mache ich? Ich stelle mir zuerst ein Bild davon her, mache also einen Screenshot und dann geht es weiter. Diesen Screenshot lade ich mir in mein Bildverarbeitungsprogramm. Schneide den Text aus. Und stelle davon ein neues Bild her. Und dies speichere ich unter dem Namen Otto auf meinen Desktop ab. Ich suche mir dann einen Online-Konverter, in meinem Fall onlineocr.net. Lade die Datei hoch. Wir wissen ja, sie heißt Otto. Und die finde ich auf dem Desktop Otto.jpg, die ich als Sprache wähle ich einfaches Chinesisch. Hier ist eigentlich egal, was steht. Und dann konvertiere ich die Datei. Und das geht sehr schnell. Ich habe dann hier einen Text, den ich mir kopieren kann. Dafür lade ich mir den Google-Übersetzer. Auf Sprache erkennen. Und das Ganze wollen wir natürlich in Deutsch haben. Und es hört sich nun wie folgt an. Bitte stellen Sie sicher, dass der Winkel des Servos um 90 Grad gedreht ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Servowinkel bei 90 Grad zu halten. 1. Der Bereich des Servos liegt zwischen 0 und 180. Drehen Sie das Lenkrad und suchen Sie die beiden Extrempositionen 0 und 180 Grad. Nehmen Sie dann die Mitte, die 90 beträgt Grad. 2. Oder schreiben Sie ein Programm, um den Servowinkel so zu steuern, dass er bei 90 Grad bleibt. Also wie man hört, eigentlich eine schon ganz vernünftige Übersetzung, die man natürlich noch etwas bearbeiten muss. Aber zur ersten Information finde ich sie ausreichend. Hier dann noch ein weiteres kleines Beispiel. Und zwar habe ich aus einer Anleitung
zum Benutzen eines Filamentverbinders eine Kopie gemacht. Die lade ich mir jetzt hoch. Die habe ich hier unter dem Namen Filamentverbinder abgelegt. Als Sprache stelle ich wieder einfaches Chinesisch ein und lasse mir die Sache konvertieren. Das wird nun kopiert und wieder im Google Übersetzer eingefügt. Und dann habe ich folgende Übersetzung, die lese ich jetzt mal vor. Ein Ende dringt vom großen Kopf des Verbinders in die Kerblinie ein und das andere Ende dringt vom kleinen Kopf in das freiliegende 1 bis 2 mm ein. Stoppband. Aufgeregt zündet das Feuer auf 5 bis 7 an, diesmal hauptsächlich für gewöhnliche PLA, ABS. Andere harte Vorräte sollten etwas länger sein. Also ich weiß, was damit gemeint ist. Und wenn man auch diese Übersetzung etwas bearbeitet, dann hat man schon einen kleinen Gewinn davon. 我感谢您查看我的小信息并向萨尔说再见。